What happened? Ich bin mir nicht sicher. Was? Okay, anscheinend wechseln wir da das Gebiet. Ja. Oh, da sind Trittplatten. Okay, ich Sind die glaube, wir auch müssen wieder die fallen? Kisten holen, ne? Wahnsinn. Tja, hier müssen wir bestimmt durch. Und das sind bestimmt keine normalen Bodenfliesen. Oh! Nico Ja. soll dann auf diese Fischis trampeln. Ich weiß, es klingt verrückt, aber bitte stell dich auf eine dieser Bodenplatten. Klar, George. Die Fische. Stell dich bitte auf die Platte mit dem Fisch. Okay. Ups. Vorsicht, jetzt nicht darunter. Und die nächste ist die, glaube ich, die Schlangenplatte. Ja, schön. Nee, warte. Halt, stopp. Die nächste ist die Vögelchenplatte. Und wie sagen wir ihr das? Nico? Hey, ja. Nico. Genau. Stell dich bitte auf die Fliese mit dem Vogel. Na gut, das ist eindeutig. Warum ist Nico in unserem Inventar? Egal. Die nächste Platte dürfte die Spinne sein. Oh nein. Es gibt keine Spinnenplatte, nehme ich an. Nee. Na gut. Sind wir in der Sackgasse? Ja, das sieht aus wie eine Sackgasse. Ja. Also bleiben wir auf dem Vögelchen. Ah, okay, so. Und, ja. Dann wieder den Fisch. Denn der Fisch war ein Flop, ne? Stell dich bitte auf die Platte mit dem Fisch. Die Skorpionplatte. Ach so, da. Wir trollen Nico jetzt einfach mal. Ja. Stellst du dich bitte auf den Stein mit dem Skorpion? Oh, wow. Aber ich glaube, jetzt nehmen wir die Schlange. Ja, ich denke auch. Stellst du dich bitte auf die Druckplatte mit der Schlange? Stellst du dich bitte dahin? Trollololololo. So. Fisch? Ja, es gibt nämlich keine Spinne. Okay. Ah, er hat es wenigstens nicht gesagt. Löwe? Nee. Vögelchen? Vögelchen. Es gibt keinen Löwen. Ach, nett, dass der schon ausfällt. So, jetzt die Schlange? Nee. Was haben wir denn jetzt? Skorpion. Ach, wir müssen einen Umweg laufen. Jo. Die verstehen sich ohne Wort. Jetzt die Schlange. Eindeutig. Jo, aber in welche Richtung? Ja. Nein. Nein, nicht diese. Das ist eine Sackgasse. Der läuft aber auch so total. Wow. Meinst du nicht, dass die hier auch eine Sackgasse ist? Ich glaube, die da. Es gibt keine Spinne, kein Eber und keine Katze. Ich weiß, aber das Laufen aber ist nicht so schön. Aber da ist ein Vögelchen und wir machen wieder einen Umweg. Ja. Jetzt die Fische. Jetzt die Fische. Spoiler, Skorpion. Und ich lasse mich an die Schlange. Jupp. Ohne jemand anderen schafft man das ja auch gar nicht. Deshalb frage ich mich, wie wollen jetzt andere uns folgen? Ich wette, es kommt dazu. Ja, aber er hat doch Petra.
Also läuft Petra da durch und der stellt sich nur auf die Platten? Ja, wahrscheinlich. Und hey Nico, auf dieser Seite gibt es keine Druckplatten. Ich gehe weiter. Vielleicht finde ich eine Möglichkeit, dich da rauszukriegen. Gut, George, ich warte hier. Bleibt ja nichts übrig. Am anderen Ende des Ganges führte ein Weg hinaus. Aber vom Fußboden war nicht viel übrig. Also mal wieder an die Wand. Wir haben auch Prince of Persia Sands of Time gespielt, also ist das kein Hindernis. Das stimmt. So. Können wir da hochhangeln? Nö. Musste man also doch nicht hier lang. Dann nicht. Oh, man kann auch da runter. Okay. Oder... Naja, das geht. Und wir sind unten. Ja. Die Kristalle im Felsen leuchteten in einem unheimlichen blauen Licht. Der Kristall war mit dem Felsen verwachsen. Man konnte ihn unmöglich herausbrechen. Blaues Licht. Und es leuchtet blau. Das war nicht die richtige Herangehensweise. Nicht? Aber wir wollen ein Stück Kristall mitnehmen. Okay, laufen wir weiter. Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Oder nicht? Ich sehe Truhen. Siehst du sie auch? Jo, die erfüllen die Funktion von Kisten. Ah, ich weiß was. Okay. Diesen Stein müssen wir da in diese Spalte schieben. Okay. Dann machen wir das mal. Dann können wir den... Oh, warte, stopp. Nochmal zurück. Wir müssen erstmal den Stein in Sicherheit bringen. Echt? Jo. Was für Muskeln muss dieser George haben? Also gut. Du meinst, dass wir den... Genau. So, ne? Ja. Na, jetzt nimm die blöde... Die Musik hier. Jo, aber ich frag mich, warum die Musik hier so ist. Total fröhlich. Fröhliches Kistenschieben. Georges Lieblingsbeschäftigung. Ich meine, George könnte eine Doktorarbeit übers Kistenschieben schreiben. Genau. Ach, und damit ziehen wir die andere Kiste rüber, oder wie? Genau. Und wofür zur Hölle brauchen wir die? Die schieben wir dann nachher auf die Rampe. Sag bitte nicht, dass wir jetzt nochmal den Stein rumschieben. Diese, dahin. Ach nö. Und anschließend brauchen wir diesen unteren Stein wieder da vorne. Das ist ja ätzend. Das ist ätzend, ja. Vor allen Dingen, wenn man es in der falschen Reihenfolge macht. Na gut, aber irgendwie mussten die das ja auch ein bisschen steigern, sonst wäre es ja langweilig irgendwie geworden. Irgendwie schon. Kisten schieben für Fortgeschrittene. So.
Okay. Das erinnert mich irgendwie an Tetris. Und jetzt brauchen wir diesen unteren Stein hier wieder. Da, und können dann den Stein auf der mittleren Ebene wieder als Brücke nutzen. Ach, herrje, ist das ätzend. Aber es gibt Schlimmeres. Wie zum Beispiel Rennen hinten und wenn Petra uns verfolgt. Ja, vor Petra wegrennen ist schlimmer. Da schieben wir lieber Steine. Der Name hat uns echt angetan. Irgendwie schon. Schieb, 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 schieb. Was meinst du jetzt hier rein? Genau. Dann den Stein auf der mittleren Ebene so dahin, dass wir den da drüber schieben können. Ach ja, okay. Das macht Sinn. Schade, dass die Musik weg ist. Ja. Und ziehen. Und schieben. Nein, noch einmal ziehen. Oder noch einmal schieben. Und wir sind durch. Nein, wieder ein zurück. Hä? Der muss ja noch da drüber. Ach ja. Und dann stabilisiert er da die wackelige Brücke. Da war ein Puzzle. Zu irgendwas muss es ja gut sein. Weiter können wir das Ding nicht ziehen. Wir sind fertig. Okay. Nico hat dieses wunderbare Puzzle verpasst. Na toll. Da hat sie aber viel verpasst. Sollen wir den mitnehmen? Wie denn? Das würde ich auf keinen Fall tun. Einfach? Der Kristall war mit dem Felsen verwachsen. Okay, man konnte ihn unmöglich herausbrechen. Dann nicht. Wenn man ihn halt unmöglich herausbrechen kann. Oh. Das schaut vertraut aus. Echt? Jo, wir haben doch dieses komische Ding von dem anderen Typen geklaut. Und der hat unseren Schlüssel geklaut. Ah ja. Das riesige Gerät ließ sich nicht bewegen. Ist hier irgendwo ein Steuerpunkt? Ein großer Kristall wies zur nächsten Kammer. Am anderen Ende saßen vier kleinere Kristalle in zylindrischen Aushöhlungen. Das Maschinenteil ließ sich überhaupt nicht bewegen. Mitten in der Kammer war ein großes Loch, dessen Grund von Kristallen bedeckt war. Schön. Oben waren zwei große Kristalle in Ringe eingelassen. Anscheinend leiteten sie einen Energiestrahl von einer Seite des Raumes zur anderen. Können wir auf dem Energiestrahl stehen, ohne Schaden zu nehmen? Willst du es versuchen? Ja. Oh, können wir. Gut. Und da ist eine Schalltafel. Ah. Hey, klasse! Durch Drehen des Reglers rotierte die mittlere Scheibe wie ein Plattenteller. Was bringt das? Das Gerät war offenbar eine Art Kontrollpult. Ein großer runder Drehregler und eine Schalttafel ragten aus der Oberfläche. Kann man die so etwa drehen? Gehen wir mal in diesen nächsten Raum dahinter. Oh, was ist das? Das Feld war berührungsempfindlich. Im Augenblick war es offenbar nicht aktiviert. Das Feld zu berühren brachte nichts. Okay. Im Augenblick war es offenbar nicht aktiviert. Na dann. Dadurch? Dann. Über dem Ausgang war ein Blitzsymbol, genau wie das in Paris. Und jetzt? Jetzt sind wir in einem anderen Raum mit. Ah. Na gut. Hm. Bei dir hat's wohl schon Klick gemacht. Das hier ist so ein Winkelrätsel. Aber wie kriegen wir den Lichtstrahl da rein? Oh, da vorne, da ist was. Thank you.
Nur halbe Energie. Das Feld war berührungsempfindlich. Vielleicht bräuchten wir Nico hier unten? Ein Felsensims war geborsten. Dadurch war eine der uralten Maschinen auf diese Ebene abgestürzt. Dahinter war eine Treppe zu sehen. Die Maschine war viel zu groß und schwer, um sie mit bloßen Händen zu bewegen. Naja, irgendwie logisch. Wir haben keinen Kran, also nein, lassen wir die erstmal. Also müssen wir nochmal in den Raum? Ich schätze. Ja, aber müssen wir dann zum Schaltpult? Ich denke, können wir die Energiestrahlen so lenken, dass der in die andere Richtung geht? Noch einmal? Ja, so dachte ich mir das. Wieso? Und jetzt? Jetzt müssen wir da auf diese Dingsplatte. Hier. Da hinten die. Wo siehst du denn da eine Platte? Da. Die müsste jetzt aktiv sein. Zumindest leuchtet die jetzt. Das Feld zu berühren brachte nichts. Okay, schade. Im Augenblick war es offenbar nicht aktiviert. Drauf. Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Wir haben doch noch diesen komischen Steckschlüssel da. Das war nicht besonders realistisch. Tja. Schade, der sieht so aus wie die Dinger. Kann man den da reinstecken? Das riesige Gerät ließ sich nicht bewegen. Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Na schön. Nee. Gibt es noch einen anderen Gang? Ich meine da hinten, wir haben ja so vier Steuerdinger. Wie? Ist das wirklich alles, was es in diesem Raum gibt? Ich weiß es nicht, wir gucken doch gerade. Aha. So aus. Oder wir brechen mit der Boxershorts was von den blauen Kristallen ab, damit wir uns die Hände nicht verletzen. Warum haben wir die eigentlich noch? Mhm. Das Gerät war offenbar eine Art Kontrollpult. Ein großer runder Drehregler und eine Schalttafel ragten aus der Oberfläche. Kann man da dieses Schlüsselding drauf verwenden? Ich hatte keinen Grund, das zu versuchen. Nein. Okay. Ich hatte keinen Grund, das zu versuchen. Hm. Können wir das Ding noch ein bisschen rotieren? Das ist es ja, das rotiert immer nur so. Passiert jetzt irgendwas Interessantes? Außer, dass das dann so in die Richtung läuft? Okay. Tja, wir sind jetzt wieder fraglos. Das ist auch keine Idee. Nicht wirklich. Oben waren zwei große Kristalle in Ringe eingelassen. Anscheinend leiteten sie einen Energiestrahl von einer Seite des Raumes zur anderen. Wir können da nicht runter und den Kristall mitnehmen. Nee. Okay, keine Ahnung. So Leute, ich denke mal, wir machen kurz einen Cut, gucken uns hier um. Sonst dauert das ja echt zu lange und vielleicht melden wir uns gleich wieder, wenn wir wissen, was wir tun müssen. Okay.